Achtung! Die hier gezeigten Inhalte können verstörend wirken und sind unter keinen Umständen nachzuahmen. Im dichten Wald verborgen liegt das ehemalige Flüchtlingsheim, das unsere drei Urbexer diesmal erkunden. Ein Ort voller Geheimnisse und Geschichten, die darauf warten, von mutigen Entdeckern enthüllt zu werden. Die verblassten Wände erzählen von vergangenen Zeiten, als hier Menschen Schutz und Hoffnung suchten, bevor das Gebäude in Stille gehüllt wurde. Die Entdeckungen der drei Urbexer zeigen sie euch selbst. Lasst euch überraschen und folgt ihnen in die geheimnisvolle Welt. Los geht's! So. Oh, guckt euch so gut die Werbung. City Adventure auf Textil. Wie üblich möchte ich euch mit Informationen zur Location versorgen, doch diesmal gestaltete sich die Beschaffung der Informationen als äußerst schwierig. 2016, stimmt. So. Ja, das war ein Kühlhaus. Guck mal hier. Hier hast du dann die Sache durchgeben können wahrscheinlich. Und hier oben haben wir das ganze Zeug. Okay. Die Recherche im Internet enthüllte, dass dieses Gebäude eine interessante Vergangenheit hat. Es war einst ein beliebtes Ausflugslokal mit Pension, bevor es schließlich als Flüchtlingsheim genutzt wurde. Und hier, da draußen steht unser Auto. Erschreckt mich ja nicht. Oh ja. Ist immer irgendwie komisch, gell, wenn man in so geschlossene Räume geht. Ja, man fühlt sich ja ganz so ruhig, gell? Das stimmt, ja. Menschlicher Kopf. Oh, da ist ein menschlicher Kopf drin. Ich muss mal. Gehen wir ein bisschen runter. Und ja. Ja, der ist aber klar. Der Kopf wurde bestimmt gegessen. Das Flüchtlingsheim war 2 Jahre lang im Betrieb ab Februar 2014. Nach intensiven Recherchen wird deutlich, dass dieses Objekt seitdem einsam und verlassen ist, voller unerfüllter Hoffnungen und Emotionen, die in der Stille des Ortes nachhallen. Nicht schlecht, gell? Aber es ist schwer zu sagen, was hier mal los war. Auf jeden Fall ist hier mal wieder viel randaliert. Die Stadt hatte die Flüchtlingsunterkunft mit der Erwartung vorbereitet, 200 Menschen aufzunehmen. Doch nur 45 fanden dort Zuflucht. Das war schon krass, gell? Funkt mal nach draußen, ob alles okay ist. Und wann ist denn der? 2015. Ein Zeitzeuge erzählte von den Herausforderungen des Lebens im Asylheim. Der tägliche Kampf, Seite an Seite mit 44 anderen Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen zu leben, brachte oft emotionale Belastungen und schwierige Situationen mit sich. Bier, Wasser. Und RTW? Keine Ahnung, was das heißt. Die fehlende Privatsphäre ist offensichtlich, da die Bewohner gezwungen sind, ihre Zimmer mit anderen zu teilen. Die Räumlichkeiten werden im Verlauf des Videos noch deutlicher zu erkennen sein. Stell dir mal vor, ich sehe jetzt noch einen. Da guckt ihr wohl die Toilette an. Also wer jetzt noch da drin ist, hat die Gelegenheit. Ui! Oh, ein Dusch. Krass. Musik.
Der Zeitzeuge erzählte auch von den Schwierigkeiten, die er hatte, von seiner abgelegenen Unterkunft im Wald zur nächsten Stadt zu gelangen, da er dort eine Sprachschule besuchen musste. Also, da unten sind Kellerräume, da bin ich raus. Dann lass uns doch erst hoch. Ja, ich bin doch fast gut. So schlimm? Ich bin jetzt in der Keller. Aber nur was waren da hin? Da waren wir noch nicht gewesen. Wir sind noch alte Sicherungsautomaten. Also die FIs, die gehen wie immer. Vorhin war ich schon oben kurz die Lage checken, bevor wir rein sind. Hier sind auch wieder Dusche, ne? Ich weiß nicht, also zu einem Hotel passt das irgendwie alles nicht, gell? Muss man sagen. Aber später halt für Asylanten halt. So wie man es gelesen hat, ja. Dann vielleicht. Dann wäre es eigentlich passend. Vielleicht finden wir ja noch was. Dann würde ich Warum? Ja. Habt ihr Angst? Nein. Sie schauen, hier sind die Wohnungen. Im Stockwerk. Das sieht aus wie. Das sieht auch alles noch ziemlich nicht alt. Ist nicht so arg alt, aber die haben hier alles auseinandergepflückt. Was ist denn das? Eine Türschließzentrale. Nö. Hooligans. Das sieht aus wie normale Wohnungen, ne? Das sieht so aus. Hier ist eine Toilette, die ist verpatscht. Also es wird besiegt. Das könnten wirklich. Hotel und später, wie geschrieben 2014, Asylanten haben. Schon komisch, gell? Aber geschieden, ne? Da ist nur am Balkon oder geht sie noch nach links? Okay. Oh, ja. Ah ja, stimmt. Das sind Wohnungen, ne? Das waren Wohnungen, ne? Auf jeden Fall. Das können wie kleine Zimmern gewesen sein. Aber halt wirklich total auseinandergenommen. Das ist schon, ach hier ist wieder eine Dusche drin. Überall. Dusche und Toilette. Also es kommt hier Hotels, da sind die Innenwand. Es ist noch eine Strebe, wie man das schreiben. Erstmal mit V, erstmal mit F. Sehr gut. Und da ist der Balkon, ne? Das ist groß. Muss ich mir jetzt gucken, ob von da, ne? Ja, von da. Wahnsinn. Beim Erkunden fiel auf, dass die oberen Stockwerke wahrscheinlich als Rückzugsort oder Schlafräume genutzt wurden, während das Erdgeschoss eher als Aufenthaltsbereich diente. Das sind ja alles so, kann man das sagen? Ja, so leere Räume halt, man kann das richtig zuordnen. Beim späteren Bericht des Zeitzeugen wurde festgestellt, dass die Privatsphäre stark eingeschränkt war, da die Zimmer mit mehreren Personen geteilt werden mussten. Ist das ein Radio oder was soll das sein? Das war mal bestimmt ein Radio. Ich hasse geschwind von den Räumen. So schlimm? Nicht schlimm, nicht, aber. Guck mal, da steht ein Name drin. Guck doch mal. Fadi, Dima. Dima. Fatima vielleicht, das könnte sein. Es ist zu berücksichtigen, dass unsere drei Urbexer an diesem Punkt emotional herausgefordert waren, Informationen zu sammeln, da das Thema Asylpolitik viel emotionaler ist als gedacht. Wie berührt euch das Ganze? Teilt gerne eure Emotionen in den Kommentaren mit. Ja, das könnte schon hinkommen, ne? Krass. Ultra Frankfurt, ja. Siehst du auch hier wieder? Hier ist wieder eine Wohnung. Wie ein Zimmerle. Und hier haben wir wieder die Dusche mit WC. Ich höre das auch. Mach nur leise. Als wäre ein Hund eigentlich. Wie ein Hund, gell?
Wie ihr sicherlich bemerkt habt, haben unsere beiden Urbexer hier ein leises Piepen von einem Vogel oder ein Winseln gehört. Aufgrund dieses Vorfalls mussten sie überprüfen, ob es sich vor Ort um ein verletztes Tier handelte. Zum Glück konnten sie Entwarnung geben, denn vor Ort wurde nichts gefunden. Im Nachhinein wurde klar, dass dieses Geräusch von außen kommen musste, da dort einige Spaziergänger mit ihren Hunden unterwegs waren oder es von den Vögeln kam, die man im gesamten Video immer wieder hörte. Was machen? Also mir gefällt es, aber ich fühle mich immer unwohl in geschlossenen Räumen. Da bin ich nämlich so mutig. Ne? Sehr gut. So, wir machen einen Wechsel. Gut. So. So, ihr Lieben, also wie gesagt, heute sind wir in einem Hotel, wahrscheinlich aber Flüchtlingsheim, das ist schwer zu sagen, die Räumlichkeiten lassen beides zu. Ja, wir müssen einfach mal gucken. Also es ist trotzdem immer, also für mich persönlich sind Räumlichkeiten immer ein bisschen beklemmend, weil man nicht so halt im Freien ist, logischerweise. Ne? Aber trotzdem geil. Trotzdem geil, also mir gefällt es megamäßig. Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt gehen wir gleich hoch in die obere Etage. Später gehen wir noch runter in den Keller. Dann gucken wir mal, was wir an Videomaterial zusammenkriegen. Und ja, dann sehen wir weiter. Ne? Und denkt dran, Leute, liken, abonnieren und kommentieren, dass wir zusammen groß werden. Ja? Gut, dann. Warten wir mal, bis die Marianne kommt. Wir können nicht raus. Warum? Ich steht ein Mann am Auto. Na super. Warten. Ja. Müssen wir warten. Das bleibt jetzt genau vorne stehen. Bleibt er immer noch stehen? Auto. Muss noch kurz warten. Keiner Rival. Ich zeige euch mal einen kleinen Blick von außen, dass ihr das auch von draußen gesehen habt. Hier. Hey! Du Dummkopf! Mach das nie wieder, Alter! Komm hier lang! Servus! Ja, wo überall ist es ja auch gleich, ne? Immer ein Zimmer und ja. WC-Bereiche dazu. Ah, na du Pussy! Sehr gut! Oh, hier ist irgendwo Wassertropfen. Oh, guck mal her! Das war aber schon irgendwann mal cool, ne? Guck mal hier, Dusche mit Dachluke. Siehst du das hier oben? Ah, ja. Da ist ein Dachfenster drin. Guck dir mal das hier. Ich hoffe, sie Gimbel macht damit. Da oben ist einfach ein Dachfenster, das ist voll cool. In den oberen Stockwerken ist deutlich zu erkennen, dass nochmals Geld in die Sanitäranlagen investiert wurde. Steht seit Dusche. Ja, aber warum? Da liegt, ist die noch, da liegt noch ein Matratz. Oh, komm, Dachspitz. Was sagt sie? Du musst auch reagieren, wenn sie was sagt. Gib mir das Ding her, Alter. Was? Die durch das Funkgerät schreit mich an. Unsere drei Urbexer müssen stets wachsam sein und ihre Sinne schärfen, um auf jede Veränderung von außen reagieren zu können. Ihr müsst kurz warten, ich kann euch verfahren. Hast du einen Schlüssel? Hast du einen Schlüssel? Okay, wir laufen weiter so lang. So,
Ah, die Leute hier, die sind so neugierig, gell? Das ist Wahnsinn. Hm? Wenn man draußen rumläuft, die Leute sind so neugierig. Das ist unfassbar. Aber man muss hier aufpassen, man kann von draußen gesehen werden. Und hier ist die Matratze nass, aber ich sehe hier Wasser hochkommen. Oh ja. Ganz komisch. Boah, krass. Ja, okay, hier ist dann natürlich alles verscheppert. Hier ist alles verballert. Na, klar. Man weiß, wie lange das hier schon leer ist, gell? Wir haben unten einen Kalender gesehen von 2016. So, dann gehen wir mal weiter, ne? Schade, gell? Ja, ich hab's schon gesehen. Hier muss man ein bisschen auf. Ist jetzt wieder alles okay? Ja, alles okay. Wenn aber jetzt noch Autos kommen, dann steige ich ja aus und lache ein bisschen durch die Runde. Alles klar. Immer gleich, gell? Mhm. Der Arne scheint nicht so ein Freund gewesen zu sein. Arne ist ein HS. Eine Pussy, ein Bastard und ein Lilienschwein. Was ist denn ein Lilienschwein? Das muss ich googeln. Falls es jemand von euch weiß, schreibt es in die Kommentare. Also das habe ich noch nie gehört. Also Lilienschwein ist mir absolut neu. Ja, okay, das war mal bestimmt so ein Abstellraum oder sowas. Na. Ja, immer die gleiche Aufmachung, ne? Fernsehhalterung. Echt? Ja. Aber ich kann ja eins sagen, die Räume. Sau groß. Richtig cool. Findest du es groß? Ja. Na, hier war noch ein bisschen was. Lass lieber Tür. Ja, Marianne, übertreib doch dein Lager, Mann. Ist das schon? Naja, aber Mensch, nicht, dass manche Türen zu sind, weil sie zu sein müssen. Dreht voll durch, weißt du? Naja, das ist ja wieder so ein Abstellraum. Also ich sag's euch, es ist die Marianne, gell? Aha. Da wird auch schon jemand angefangen zu verbrennen, gell? Wo? Du? Na, das leider war. Hier, ne? Schade. Hoffentlich das bleibt das ist immer alles. Machen müssen, gell? Du hier, Notruf. Wir sind schon ganz oben gewesen, ne? So. Was ist das für Rauchabzug, ne? So, Keller? Aber wenn man vom Keller hochgehen würde, ich gerne gucken, ob die Küche fotografieren. Du darfst alles fotografieren, was du willst. Gut. Die Marianne ist die Fotobeauftragte. Du willst aber auch noch was, gell? Genau. Boah, hier riecht's. Oh. Oh. Das ist lebensgefährlich, gell? Das ist lebensgefährlich, Leute. Ich weiß, was mich immer wundert. Dass hier Tiere sind. Da ist noch alles drin, ne? Hier sind noch Zählereinheiten drin. Das ist unfassbar. Auch hier noch Zähler drin. Schon krass. Schon. Heizungsräume. Schlafen wir
darf jetzt los, nehmen wir ein paar zu Tussi. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit ihrer Heidi-Tour irgendwie Wald rumspazieren. Ich check die Gegend ab und bin gleich wieder vor Ort. Alles klar. So, krass, gell? Hier riecht so wie richtige Kellereinheit in einem Hochhaus. Ja, hier riecht es eigentlich sind nur Farben. Ja, stimmt. Krass. Eine der wenigen Locations, wo die Heizkörper noch an der Wand sind. Guck mal, Wischmaschinen. Guck mal, wie kleine Fußabdrücke hier ohne durch die Farbe. Normale Wischmaschinen. Aber hier sieht man nicht mehr viel. Ein paar lustige Graffitis. Das war's. Krass. Ja, hier riecht's nach Farbe, eindeutig. Wo? Noch einer? Da ist auch noch ein Hausanschlusskasten da vorne. Die haben dann Stellfläche gehabt, gell? Krass, krass, krass. Guck mal, die Türen sind alle aus so Kartonage. So wie so Bienenwabe. So. Ja, hier riecht es extrem nach Farbe. Ja, du hast auch gerade ausgenommen hier. Ah ja, deswegen. Ah ja, klar. Aber du hast die Mäuseflöte. Ja, okay, die Mäuse. Das sind so eine Sache. Ja, okay, das sind so Kellerabstellräume. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Reges Leben, Freunde. Voll Tüttelchen. Ich hab das Gefühl, es geht nicht einfach so raus. Ja, wir sagen dir sowieso Bescheid. Gell? Trinkwasser. Ich hab euch nicht gehört. Moment. Ich hab gesagt, wir sagen dir sowieso Bescheid. Wir sind gerade im Keller, gucken uns gerade das an und nach dem Keller müssen wir noch in den Folgeraum von nebenan. Wir sind jetzt im Keller und gehen wir noch in das Nebengebäude. Pass doch ein bisschen auf. Mit der kann man nirgendwo liegen. Und? Oder guck mal da in die Nebenräume. Krass, ist das groß, gell? Guck mal. Was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Ach, das war für Wäschmaschinen und sowas. Weißt du, wie das aussieht? Wir haben früher in dem Hochhaus gewohnt. Erinnerst du dich noch, da gab es so eine Art Waschkeller. Mhm. So sieht's hier aus. Die Tür fährt zu und die machen dann weiter. Was ist das bitte? Was ist das, ein Disco? Alter, das ist ein kompletter Durchgang vom Gebäude ins Gebäude. Ah ja, ah jo, Alter. Das sieht jetzt halt eher so aus wie so ein Disco-Raum, weißt du? So wie im Jugendtreff. Cool. Ja, man, wie im Treff. Blut für Blut. Alles, alles verschlagen, ne? Schimmelchen. Niklas. Wo bist du die Stelle anschließen? Ich hab's gesehen, ja. Auch hier, ne? Liegt alles voll immer. Was steht hier? Für Fortnite, also.
Naja, da kann man sich das ein bisschen zeitlich datieren. Da kommen schon die Spargel da hoch. Und die Terrasse. Hallo. Naja, so haben wir wenigstens genügend Fluchtwege. Schon cool irgendwie. Aber halt Möbel und so ist halt nichts mehr da. Ne? Möbel ist nichts mehr da. Dö. Naja, das Gebäude wurde quasi sich selbst überlassen. Der einzige Vorteil, was das Gebäude noch hat, ist, dass es relativ weit weg ist von irgendeiner Stadt. Ne? Und da macht es halt wirklich viel Sinn, obwohl die Vandalen hier schon zugeschlagen haben. Und anscheinend auch immer dieselbe, wie man hier an der Schrift sieht. Was? Basketball. Naja. Der sieht sogar noch gut aus, ne? Wie geil ist denn das bitte? Das sieht voll creepy aus, gell? Der lange Gang. Ja. Das ist dieses Seitengebäude, ne? Bitte, ne, das sieht man hier. Das sind Steckdosen für Nachttische. Es ist ganz komisch. Ja. Ich hoffe, dass wir irgendwelche Bilder sehen, wo man das ein bisschen zuordnen kann, was da was ist. Hier haben wir sowas gehört wie ein Hund, der gepinst hat. Aber es war von draußen. Und wieder so kleine Räumlichkeiten. Wieder mit einer Dusche. Hä? Okay. Was war denn das? Ich versuche das mal jetzt zu fangen mit der Kamera, weil ich kann es nicht lesen von hier ohne. So, das gucken wir mal im Nachhinein an. Ja, das waren auch wieder so kleine Wohnungen, so kleine Zimmer. Das könnte schon gut sein, von der Erklärung her. Ah ja, eben sehe ich es. Ich gucke mal, ob ihr das seht. Moment, eben hat die Kamera gewackelt. Sieht man es? Hörst du mich? Wie sichtbar ist, scheint hier im Keller kein Geld mehr in die Sanitäranlagen investiert worden zu sein. Während die obere Stockwerke noch modern wirkten, erschien der Keller wie aus den späten 80ern. Die ist lustig. So, schenkst du da hier dran. Die ist hier kurz rausgegangen, dass ich was angucke. Dass es nicht so, sich so komisch anhört oder aussieht. Dass ich da rumgehe. Bitte? Okay. Wird seinen Grund haben, ne? Guckt euch das an. Oh, guck mal, was da steht. Skinwalker. Wer kennt sie nicht, die Skinwalker Ranch? Von einer, nicht du? Kennst du die Skinwalker? Nein. Wir gucken das noch. Wir können gerade nicht raus. Die Martina hat die Funkgeräte kurz ausgemacht, weil da irgendwas ist. So. Ich muss hier noch gucken. Ja, Duschen sind natürlich immer am Start. Natürlich alles kaputtgeschlagen. Toilette sind auch da, falls man noch aufs Klo müsste. Okay, ich bin wieder da. Die Leute landen. Ich bin wieder zurück. Steht das weiße Auto noch neben dir? Ja,
wäre jetzt weggegangen. Also im Grunde genommen ist jetzt im Moment alles frei. Okay, gut. Das ist schon cool. Das hier ist schon riesig. Aber man sieht, die haben hier alles zerschlagen, gell? Und hier habe ich gerade vorhin, hier in dem Bereich, habe ich vorhin mein Interview gemacht. Man ist quasi von dem Gebäude hier, von dem Gebäude aus, kommt man über den Keller quasi hier in diesen Nebenarm. Nenne ich es jetzt einfach nur. So. Was? Sind die im weißen Auto dort? Die sind weg. Okay. Wir sind im anderen Gebäude. Nein, da kommt doch eins. Glaube ich aber nicht. Ich habe gerade eben geguckt von draußen. Ne, bei ihr steht doch noch ein Auto. Ich sehe doch nicht, bei dir noch ein Auto steht. Es sind viele Autos. Also, ach ja, steht das eine graue, ist ja auch noch neu gefahren. Weil du magst, ist jetzt erst. Okay, wir laufen so lange hier drin rum und warten dann auf dein grünes Licht. Wären wir fertig gewesen? Nee, noch nicht. Die Marianne will sich noch was antruppen. Und dann haben wir es aber. Was er vorbei schickt, die Lage, was der du machst. Alles klar. Oh, Funk geht nicht aus. Der checkt bestimmt gerade unser Instagram-Account ab. Ja. Schon interessant, aber, gell? So, jetzt sind wir wieder. Martina? Was? Können wir rüberlaufen ins andere Gebäude? Ohne Probleme. Können wir? Wahnsinn. Guckt es euch an. Da steht das Auto. Riecht das? Uff, was ist denn das? Das riecht wie. Boah. Warte, du willst nicht, was das ist. Das ist da Öl, denke ich. Okay, da gehen wir nicht weiter. Gehen wir mal ins Nebengebäude. Uff. Was, Marianne? Moment kurz, komm nochmal her. So, kleines Interview. Und? Sau geil, muss man sagen. Ich finde es sehr, sehr geil. Sehr große Räume. Ich hätte es nicht gedacht, dass es von dem Gebäude dann unterrum in das Gebäude geht und das dann extra hier ist. Schade, dass man da nicht reinkommt und das sind alles ja, nicht so Schuppe. Ja, so Geräteschuppe und sowas. Ja, aber was mich wundert hier, man sieht es hier auf dem Boden alles, überall im ganzen Hotel oder es hat ja Käse, dass es Asylantenheimbar ist zum Schluss 2016, 2016. Muss ich gucken, 40, muss ich mal gucken, dass hier alles voll liegt mit Farbe, überall. Wahnsinn, ist Farb drin. Das ist nicht normal. Na, was soll's? Schade, dass das wirklich so. Man hätte draußen noch was Gutes machen können. Ja, echt. Ich glaube das. Marianne zieht ein nächste Woche. Ich ziehe ein. Ich peite, ihr wisst Bescheid. Allein die Zimmer sind riesengroß. So, dann laufen wir mal weiter, ihr Liebe. Die Martina muss heute leider Schmiere draußen stehen. Aus dem Grund verabschiedet sich heute die Marianne von euch. Genau. Also erzähl. Wie gesagt, über ein Like, über ein Abo würden wir uns sehr freuen in unserem Sally Adventure. Am Ende haben sich unsere drei Urbexer schließlich für ein gemeinsames Finale entschieden. Bleibt also dran! Interview, wo anders da. Genau, wir machen es heute bei uns zu Hause, weil
an der Location sehr viel los war. Ja, da ging es auch gar nicht. Nee, wäre nicht machbar gewesen, weil da kamen dann auf einmal Leute vom Hundeplatz und haben da mit den Hunden trainiert und alles Mögliche. Also wir waren froh, dass wir rausgekommen sind, ohne dass wir erwischt worden sind. Ja, das stimmt. Ne? Obwohl es wenig Informationen gab über die Location. Also genau. Abgelegen war es schon. Ja. Also für die Jugend wäre es eigentlich, denkt man, das wäre, oder? Aber es wäre nicht gegangen. Also für die Dorfjugend wäre das nicht gegangen, oder nicht? Außer die sind so Besoffene, die abends spazieren gehen. Ja, oder das, wie man im Video sieht, 2014 soll es so Asylantenheim gewesen sein. Das könnte der Grund sein, warum das so viel randaliert worden ist und gesprüht vielleicht. Sein, ja. Weil ich glaube, genau. Die Dorfjugend eher weniger. Weil vorher war es ja, vor dem war es ja Hotel. Waldhotel. Waldhotel, genau. Und ja, aber das, was wir da gesehen haben, allein mit einer ganzen, also die ganze Location war überall voll mit Fahr. Und die ganze Boote ausgeleert mit das Fahr. Das schon außerhalb des Sergstungerus. Ja. Also nicht nur noch Farbe, sondern Moder, Alt, mhm. Schimmel. Ja, Schimmel. Schimmel habe ich jetzt keiner gehört, aber an der Decke oben war ich fand's schön. Oben auf dem Dach geschossen. Also ich hatte meinen Schutz, aber die zwei nicht. Irgendwann werdet ihr bestimmt krank. Wir haben du leider vergessen. Dann. Ich habe ihn vergessen. Meins war im Auto. Ich habe dich aber darauf hingewiesen. Aber ich wollte noch mal kurz Grüße rausschicken an die zwei, weil die mit dem Funkgerät hat top geklappt. Wir haben die Funkgeräte, gell? Ja, wir haben vier Funkgeräte und irgendwie keiner hat eins dabei. Moment. Ich habe eins von dir in die Hand gedrückt. Du hast gesagt, gib's weiter. Ich habe es weitergegeben. So schlechter. Und draußen ist man, habe ich schon gemerkt. Ja. Aber wie gesagt, innen drin war schon alles ziemlich leergeräumt. Ja. Ja. Die Duschkabine, die waren in der Regel waren so meistens zerschlagen. Die Fenster waren alle kaputt. Möbel und so war halt, also von Möbel war halt gar nichts mehr da. Die Küche oder die Dresde, was da noch alles war. Das stand zum Teil noch, also... Aber auch sehr versüfft, gell? Oh ja. Aber es ist trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, wenn man immer in so Gebäude reingeht, ist halt, hat sein eigener Flair, gell? Also genau, man kommt sofort stimmt. Wieder in so, hoffentlich steht du keiner, hoffentlich also kommt keiner. Ich war schon wieder im Angstmodus, gell? Ja, also wenn ich in geschlossene Räume reinkomme, kriege ich Angst. So, nicht Angst, aber ich kriege so, ich werde dann Hundepinsen, was ich ja im Video gesagt habe. Hundepinsen. Ja, man hat es schon und das hörst du im Öffentlichen, da bist du viel gechillter. Also da ja so viel los war, war das auch so, dass wir heute nicht zu dritt drin waren, sondern abwechselnd. Also wir zwei haben uns abgewechselt, weil halt einfach... Ja, zu viel los war und man aufpassen gemisst hat, dass man nicht irgendwie erwischt wird. Und stimmt, ja. Was noch interessant war, war der Keller. Der Keller, ja. Im Keller hat so ausgesehen, als wäre das so wie im Jugendtreff, so Disco. Ja, genau. So ja. So. Ah, die Wand war besprüht und sowas. Nicht nur das, die Decke waren richtig cool gemacht. Ne? Ich denke dann schon, dass es vom Hotel in Asylantenheim und dass die das sich dann so sein, gemacht haben. Also dass die halt Räumlichkeiten waren ohne. Schon so gemacht. Es war im Prinzip war in jedem Raum, in jedem Stockwerk, sogar im Keller, gab es Räumlichkeiten, einen kleinen Raum. Für zwei Bette genau, und die Dusche war immer dabei. Toilette war auch in der Regel dabei. Ne? War immer dabei. Ja. Bloß im, ich glaube, das war im zweiten Stock oben, da waren sogar gegenüber im Flur Toilette da waren drin. So, deswegen so lagermäßig, gell? Ja, so lagermäßig. Ja. Was aber trotzdem immer erschreckend ist, trotz allem, ich bin jetzt kein Umweltaktivist, kann ich so sagen. Aber, das halt so aber dass sowas in der Natur zurückgelassen wird, mit Alzheimer. Ja, ich finde es schlimm. Wenn man überlegt von dem Klar geht Hotel. Was kaputt oder so. Ich meine, oder löst Insolvenz oder was weiß ich. Aber die gehen dann raus und es war trotzdem noch dann bleibt alles liegen. Oder wie jetzt, wenn vom Hotel rausgehst, der Hof. Da war ja ein riesen Schuppe, wo alles drin gestanden hat. Ja. Von den ganzen Betten, wo aus dem Hotel rausgeholt worden sind oder aus dem Landeheim, was es war, rausgeholt worden ist. Das wurde alles in der Schuppe, sogar diese Maschine. Ja, ne? Das ist ich weiß die jetzt Natur gar nicht, ob es eine Küchenmaschine war, große oder so ein Fräser ja, doch, oder das was? War so Küchenmaschine. Thermomix. Du nee, bist ja ein Thermomix. Ne, ja, aber sonst war es eigentlich ganz cool. Ja. Was wir auch noch neu haben, ist unser Logo. Ah, die Marianne, ich weiß nicht, sieht man. Gehen wir vor. Aber ich versuche mal, ob wir ein bisschen. Mal ein bisschen drankommen. Zack. Ah, ja. Sieht man es? Jawohl. Also hin und wieder sieht man jetzt dann öfters unser Logo, aber die Marianne hat uns das Logo
Und die Shirts gemacht. Gell? Ja. Designed, geblottert und ich trage es. Okay. Gut, ja. Das war's dann eigentlich. Dann, wie immer, denkt dran, wieder ein Like dazulassen. Ja. Abonnieren. Und kommentieren. Genau. Und nicht vergessen, YouTube auf unserem Kanal Sally Adventure. Sehr gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Vergiss nicht, uns mit einem Like und einem Abo zu unterstützen, damit wir gemeinsam weiter wachsen können. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder irgendwo im Nirgendwo treffen, um neue Abenteuer zu erleben.